ist das schön, oder? Ja. Mei, ist das schön. Ich meine, was gibt Schöneres als Männer in einem Wirtshaus? Okay. Ja. Oder Männer im Hofbräuhaus, noch besser, gell? Sagt's einmal. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn man in Bayern in ein Wirtshaus reingeht, dann sitzen da immer wieder so Typen so ganz für sich, ganz alleine, stundenlang. Irgendwann kommt der Wirt vorbei, fällt wortlos eine neue Halbe hier, ja? Aber diese Männer, die sind nicht einsam und verlassen. Die haben Freunde und Familie, manchmal sogar doppelt. Leute, denen geht's gut, ja? Die wollen einfach nur eine Ruhe haben. Die machen ein bayerisches Männer-Yoga. Also nicht jetzt so Yoga-Figuren wie die kotzende Kobra oder der hechelnde Hengst, sondern halt der saufende Sepp. Aber eigentlich wollte ich euch was ganz anderes verzeihen. Eigentlich wollte ich euch verzeihen, ich habe meinen ersten Freund erst mit 16 gehabt. Erst, ja? Wenn ich mein, in Bayern am Land bist du mit 13 mit der Grundausbildung ja schon komplett durch. Ja, freilich. In Bayern bist du mit 13 sicherlich schon mal Auto gefahren bis zur Führerscheinreife, hast sicherlich auch schon mal in das Bierzelt gekotzt und hast sicherlich auch schon die erste selbstgedrehte Zigarette geracht. Leider versehentlich mit dem grauslichen Pfeifentagerback vom Opa. Und mein Objekt der Begierde, das war damals der Ludwig. Und wisst ihr, der Ludwig? Ja, der Ludwig, der hat so lange Haare hat der gehabt und so selbst ausgedachte Gedichte hat der geschrieben. Und der hat so schön geschaut, ich sag's euch, der hat so schön geschaut, so wie der. Der hat so ein bisschen wie du. Ja? Du mit dem roten Bart, wirklich, wirklich, doch wirklich, der hat den gleichen süßen Hundeblick gehabt. Wirklich, den gleichen treuen Hundeblick. Wisst ihr, der Ludwig, das war so ein Typ, da hast du dir gedacht, endlich gibt's den Chihuahua auch als Mann. Und ich habe bei diesem Ludwig zurückgeschaut. Ja? Ich habe zum Beispiel geschaut, wie er jeden Tag nach der Schule sein Radl aufgeschlossen hat und wie er diese Hinter an diesem Radlschloss gehabt hat. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, wäre ich gern dieses Radlschloss. Und deshalb habe ich ihm dann in dieses Radlschloss am nächsten Tag einen Kaugummi eingeklebt, damit ich ihn ein bisschen länger habe schauen können. Ha? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, Ludwig, das mit dem Kaugummi, das war für der Josef aus der 10a. Der Josef, müsst wissen, das war so ein Kerl, war das so, nein, so nicht. So einer war das, männlich, archaisch. Ja? Und der Ludwig ist tatsächlich zu diesem Josef hingegangen und hat gesagt, du, Josef, warst du das vielleicht mit dem Radlschluss und dem Kaugummi? Und der Josef, was war ich? Mach du einmal Dusch. Und der Ludwig liegt am Boden. Und ich habe dem Ludwig dann aufgeholfen und nach Hause gebracht, wie geplant. Und dann, als der Ludwig da so ganz armselig in sein Bett drin gelegen ist, ja, zugedeckt mit seiner Spider-Man-Bettdecken, oh, da habe ich mir gedacht, eigentlich ist der Josef viel cooler. Und da habe ich mich zum ersten Mal verliebt. Ich glaube, die Frauen wissen, was ich meine. Auf alle Fälle bin ich tatsächlich am nächsten Tag zum Josef in der Pause hier und habe zu ihm gesagt, du Josef, hast du eigentlich schon eine Freundin? Und der Josef, eine Mädel, wenn du da mitspielen willst, dann musst du dich hinterstellen. Aber nimm was zum Lesen mit, weil die Schlange ist lang. Ich würde sagen, ein Arschloch war das, ja, ein Arschloch im Quadrat, ja. Und ich würde auch sagen, ja, ich würde sagen, wenn alle Josef so ein Arschloch wären wie der, ja, ja, wisst ihr was, dann würde ich endlich verstehen, warum die Maria, Mutter Gottes, damals den Heiligen Geist genommen hat und nicht den Josef.